Zeit, Freunde, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, wir haben einen Opel Corsa C hier mit dem richtig geilen 1 Liter Ecotec Motor, 3-Zylinder Kette. Der Motor war nie so geil. Das glaube ich, kann auch Opel bestätigen. Und zwar ist ja alles ein bisschen problematisch. Der hat Probleme mit Kettenlängungen, der rasselt sehr stark, der hat einen gar nicht so schönen Motorlauf auch und gelegentlich mal geplatzte Zünderkopfdichtungen, wie gesagt, gelenkte Ketten, Kettenspanner, die nicht mehr richtig geil sind. Und das ist natürlich so eine Sache, die nicht so toll ist. Wieso erzähle ich euch das? Und zwar ist mir jetzt gerade Folgendes aufgefallen. Das Auto ist eigentlich hier, weil der hinten an der Achse irgendwie rappelt. Das heißt irgendwie Domlager, Stoßdämpfer, irgendwie sowas. Und dann ist mir aufgefallen, dass das Auto nicht so toll läuft. Daher dachte ich mir, machen wir jetzt mal eine Diagnose, gucken mal, was das jetzt genau ist. Weil Stoßdämpfer reparieren, okay, aber trotzdem sollte man auch wissen, was an dem Motor halt dran ist, weil das ist meiner Meinung nach erstmal ein bisschen wichtiger als halt die Stoßdämpfer, wenn die klappern. Daher zeige ich euch jetzt einmal, wie der wirklich läuft. Stecken wir mal das Ding hier rein. So, starten wir den mal. Und der nimmt auch richtig gut Gas an, muss ich sagen. Das hört man jetzt schon, wenn er von unten rauskommt. Das ist nicht gesund eigentlich. Und zwar geht das jetzt tatsächlich sogar noch. Der Motorlauf. Schlimmer ist es, wenn man wirklich damit fährt, versucht in lang, also wenn man untertourig ein bisschen fährt, also das heißt langsam um die Kurve oder rückwärts einparken oder so eine Geschichte, da fällt das umso mehr auf, dass er sich immer irgendwie kurz vorm Verschlucken ist, die ganze Geschichte. Und ja, deswegen wollen wir jetzt einmal gucken, ob wir vielleicht im Motorraum irgendwas entdecken, was uns eventuell einen Hinweis darauf geben könnte, in welcher Richtung wir eventuell suchen müssen. Sollte es wirklich tatsächlich irgendwo im Bereich Motorinnereien sein, wird das teuer. Das Auto hat jetzt 165.000 gelaufen. Ist ein Corsa C von, keine Ahnung, irgendwas um 2002, 2003 rum, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das heißt, Reparaturen in dem Bereich, also Motorreparaturen, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir machen Kette neu, wir machen Zünderkopfdichtung neu oder so, da gehen wir schon irgendwo Richtung vierstellig für so eine Reparatur mit den Teilen, weil die Teile halt extrem teuer sind. Also in der Werkstatt zahlt hier für sowas bestimmt um die 1000 Euro Zünderkopfdichtung mit Kette. Wenn nicht sogar mehr. Und da ist es natürlich die Überlegung, ob das überhaupt noch wirtschaftlich ist, ob wir nicht eventuell den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs in so einem Fall einfach überschreiten, was das angeht. Besonders in der Hinsicht, dass wir ja noch andere Dinge hier dran machen müssten. Ne? Wie jetzt zum Beispiel hinten eine Aufhängung etwas. Deshalb würde ich sagen, Motorhaube auf und wir gucken einmal, was wir da vorne vorfinden. So, wir sind im Motorraum. Ziemlich kompakt das ganze Ding. Passt genau auf den ganzen Bildschirm. Sehr schön. Also, wie gesagt, 3-Zylinder zu erkennen an den drei Abgängen des Abgasrohrs. 1, 2, 3. Ja, nicht so geil der Motor. Steuertrieb ist auf der Seite, hier drunter ist die Steuerkette, ja, Keilriemen etc. Und ich würde sagen,
Wir prüfen jetzt erstmal den Ölstand. Der Wagen steht da jetzt wieder ein paar Minuten. Das müsste jetzt eigentlich alles soweit abgetropft sein. Ja, wie gesagt, einmal Ölstand und dann gucken wir mal weiter. So, dafür ziehen wir den Pinöppel hier mal raus. Ölstand scheint soweit gut zu sein. Das ist in Ordnung. Kühlmittelstand ist auch in Ordnung. Ja, dann gucken wir mal hier rein. Und wir haben den Jackpot. Der heutige Gewinner heißt 1 Liter Corsa. Ja, wie wir schön sehen können, haben wir hier so richtig fein Karamell drauf. Das heißt in dem Fall, Wasser hat sich mit Öl vermischt. Das heißt, irgendwo kommt hier wohl Wasser in den Motor rein, wird dann aufgeschlagen und verbindet sich dann halt mit dem Öl. Man sieht hier ein bisschen minimal, dass hier so ein bisschen Öl sich absetzt, auch da und da. Ne? Aber das ist, boah, das ist aber richtig viel. Guckt euch das mal an, ey. Schaut euch die Suppe mal an. Okay, das erklärt natürlich unter Umständen nicht unbedingt, warum der so komisch läuft. Aber das ist definitiv etwas, was man. Ja, was nicht so mal eben zu beheben ist, denn die Vermutung liegt nahe, dass hier ja, Kühlmittel in den Ölkreislauf sich einmischt, so gesehen. Naheliegend wäre in dem Fall die Zylinderkopfdichtung. Ja, und die Zylinderkopfdichtung heißt, wir haben eine recht große Baustelle nun vor uns, wie ich das anfangs schon vermutet hätte auch. Kette kann natürlich auch durch sein, also dafür, dass er halt so ein bisschen blöd läuft, auch der Wagen. In dem Zug, ich sag mal so, man müsste natürlich den Kopf jetzt erstmal runternehmen und nachschauen, wo das jetzt genau herkommt, ob das tatsächlich von der Zylinderkopfdichtung kommt. Man könnte natürlich auch irgendwie eine Druckverlustprüfung machen oder sowas. Bisschen eine Kompressionsdruckprüfung auch. Ne? Müsste man halt mal schauen. Vielleicht, ja, wo Kompressionsdruckprüfung. Gut, da könnte natürlich über die Dichtung, wenn wir jetzt auch noch Wasser verbrennen würden, aber sonst eigentlich kommen wir da nicht mit viel weiter. Ich habe an sich recht wenig Erfahrung mit diesem Motor auch. Ich habe einmal eine Kette bei so einem Ding gemacht. In dem Zuge natürlich auch direkt die Zylinderkopfdichtung, weil das sind dann nur noch irgendwie 8 Schrauben und da hat man den Kopf eben mit runter, dann direkt eine neue drauf und fertig. Aber sowas nimmt natürlich auch irgendwo schon mal einen ganzen Tag in Anspruch, mindestens. Also wenn man wirklich gut sortiert ist, voll ausgestattet, Werkstatt, Pipapo, alles da hat, schafft man das in einem 8-Stunden-Arbeitstag. Arbeitstag. So. Ja. Aber die Frage ist natürlich, ob der Besitzer, ein Freund von mir, das überhaupt repariert haben möchte in dem Fall. Weil natürlich, wie gesagt, allein zu den Teilen, was da alles dazukommt, sind natürlich auch noch die Verschleißteile, die an sich auch noch irgendwie dran wären. Ich glaube, das Fahrzeug ist bald auch TÜV-fällig, muss also in Kürze auch zur Hauptuntersuchung. Wenn da was auffällt, muss das natürlich auch gemacht werden. Vielleicht wisst ihr ja noch andere Dinge, woher das sonst noch vielleicht kommen kann und könnt mir vielleicht da einen Tipp geben. Dann würde ich gerne da natürlich nochmal nachschauen, bevor ich die Diagnose mache. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch was anderes, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht kommt auch irgendwo anders Wasser rein, möglicherweise, aber bin mir nicht so ganz sicher. Wenn euch was einfällt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wo ich vielleicht nochmal nachschauen sollte, eventuell. Ansonsten,
Muss ich mal gucken. Ich kann noch nicht versprechen, dass das Fahrzeug hier repariert wird. Wenn es repariert wird, dann werdet ihr auf jeden Fall dabei sein. Im schlimmsten Fall halt Kopf runter, Kette raus, Kette rein. Wird ein geiles Video dann auch. Aber wie gesagt, das ist alles, ja, ob es wirtschaftlich ist, ist halt die Frage. Ja, daher würde ich sagen, war es das erstmal von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.